Hallo Freunde, hier ist wieder euer Deo aus dem sonnigen Niedersachsen. Es ist so sonnig, dass ich heute keine normale Brille, sondern eine Sonnenbrille tragen muss. Ich habe die ganze Nacht gemalt wie ein Wahnsinniger und wenn ich so viel male, dann gucke ich immer nach rechts und nach links, da ist doch keiner. Achso, da ist er. Ich suche den Udo, der ist ja gar nicht da. Ja, ich bin ganz alleine heute, ne? Müsst ihr wieder mit ihr ganz alleine Vorlieb nehmen. Also worum geht es heute? Es geht darum, dass ich die ganze Nacht gemalt habe, darum geht es, eine Sonnenbrille trage und auch einen Kopfschutz, ja, weil mir der Kopf immer noch raucht. Dann sieht das irgendwie komisch aus, wenn es hier so qualmt. Von daher, nur die Zigarette wird geraucht. Aber es geht jetzt heute mal um was ganz Spezielles. Und zwar habe ich für euch einen Zaubertrick vorbereitet. Ja, ich habe einen Zaubertrick. Den werde ich euch jetzt zeigen, aber ganz kurz erstmal, na, unser Intro. Da bin ich wieder. Jawohl, das war schön. So, es gibt da einen Zaubermeister und ich bin jetzt sein Lehrling, ja, sozusagen. Also es gibt einen wunderbaren YouTuber aus Kärnten, Österreich, schon mal gehört. Der hat einen ganz komplizierten Namen. Aber ich werde jetzt auch mal gleich kurz mal hier zur Seite gehen und dann werde ich mal hier sein Video, also sozusagen, wo ich das gelernt habe, blende ich mal kurz ein, auch mit dem Namen. Da könnt ihr direkt mal anklicken und euch das anschauen. Der Typ ist Wahnsinn, der ist sowas von gut und ich dachte mir, ich muss es auch unbedingt mal probieren, ob ich sowas hinkriege. Also Grüße nach Österreich auf jeden Fall. So, was brauchen wir für unseren Zaubertrick? Ist es eigentlich... Man braucht gar nicht viel, man braucht einen Stein erstmal. Man nimmt einen Stein, so sagen wir mal, da haben wir ein Steinchen und dann nehmen wir ein Glas. Das stülpen wir darüber, dieses Glas, ja, so. Noch ist kein Trick passiert, kein großartiger, aber es ist noch nicht fertig, es geht weiter. Wir nehmen ein ganz normales Stückchen Küchenrolle, nochmal Glas, Stein, kann man hoffentlich alles sehen. Und jetzt kommt mal diese Küchenrolle, dieses Papier, das stülpen wir mal hier so richtig drüber. Und ach, das ist schon kaputt. Wenn es kaputt ist, dann geht es nicht. Also nochmal ein neues Stück. So, nochmal ein Stück Papier. Das darf ja nicht kaputt gehen, weil dann, wenn es kaputt geht, dann sieht man ja irgendwie, mal gucken, ist es gut geworden so? Ja, ist es gut? Ich hoffe noch. Ist immer noch unten. Stein, sagst du was? Nein, Stein sagt nichts. Hier, Steinchen. Achtung, gehört. Also, der Stein ist da. Und jetzt geht's aber los. Jetzt müssen wir machen irgendwie. Simsalabim. Oh, der Stein ist immer noch da. Das war ein Trick, was? Ja, super. Stein ist immer noch da, aber egal. Glas ist weg. Ach Gott, bin ich aufgeregt, habe ich es geschafft? Bin ich jetzt auch ein Zauberer? Bitte, bitte nehmt mich auf in eurer Gilde. Nein, ich bleibe irgendwie bei dem, was ich mache. Nämlich nur dummes Zeug. Ahoi.